Herzlich willkommen zu diesem siebten Video aus meiner Reihe Microsoft Excel 2016 erste Schritte. Wir haben schon einiges besprochen und jetzt geht es aber dann darum, Zellen zu formatieren. Manche dieser einzelnen Schritte haben wir in den vorgehenden Videos schon besprochen, aber hier fassen wir es nochmal zusammen. Ja, Zellen formatieren. Ich habe hier zum Beispiel vorhin ein Wort hineingeschrieben und habe dann hier den Textumbruch gewählt. Ich kann den Textumbruch wieder aufheben. Was ist ein Textumbruch? Du siehst, dass hier die Zelle, in dem Fall heißt sie ja B8, hier in diesem Namenfeld ist der Name drinnen, hier an und für sich aufhören würde. Also ungefähr hier nach Maus. Wenn ich jetzt hier etwas eintippen würde, dann würde das überschrieben werden. Ich würde hier nur auslesen. Ich könnte mir das dann ausreichend darstellen lassen, wenn ich hier dazwischen hingehe. Dann passt sich ja dann die Tabellenbreite, also die Spaltenbreite, sagen wir so, an den Inhalt. Aber schaut vielleicht recht unschön aus, wenn die erste Spalte, die Spalte A, etwas breiter ist. Deswegen ziehe ich es bei gedrückter linker Maustaste wieder zurück und kann dann aber hier einen sogenannten Zeilenumbruch oder Textumbruch durchführen, indem er dann den Text, der da drinnen ist, so oft umbricht, dass er eben dann schön Platz hat. Also das wäre hier dieser Text- und beziehungsweise Zeilenumbruch. Dann kann ich hierher gehen und kann hier einen bestimmten Bereich markieren, bei gedrückter linker Maustaste zum Beispiel. Oder einen Bereich, der nicht damit zusammenhängt, noch zusätzliches mit gedrückter Steuerungstaste. Jetzt drücke ich wieder die linke Maustaste, lasse sie gedrückt, ziehe sie herunter und kann dann hier heroben Formatierungen durchführen, fett, kursiv, unterstrichen. Das gleiche kann ich hier auch der rechten Maustaste machen, hier mit dem sogenannten Kontextmenü. Nehme das Fett wieder weg, auch das Kursiv zum Beispiel wieder weg. Das Unterstrichen habe ich hier nicht direkt dargestellt, das könnte ich hier dann wieder da herüben wegnehmen. Man kann also so dann die Zellen dann mit dem, was da drinnen steht, eben dann einzeln dann auch formatieren. Ich kann darüber hinaus dann, ich markiere jetzt wieder einen Bereich, kann auch dann dementsprechend dann die Schriftfarbe zum Beispiel verändern. Geht sie her, wähle eine bestimmte Schriftfarbe aus, die mir halt dann als passend erscheint. Nehme hier ein dunkles Grün zum Beispiel. Ich kann aber auch hergehen zum Beispiel und könnte einzelne Bereiche dann mit einer anderen Zellhintergrundfarbe dann nehmen. Hier heißt es in Excel Designfarbe und kann so zum Beispiel diese Spalte dann hervorheben. Ich kann es auch dann dementsprechend natürlich dann auch wieder rückgängig machen. Also hier ist die Möglichkeit, etwas rückgängig oder wiederherzustellen. Wenn ich hierher gehe, würde das wiederhergestellt werden. Ich kann es hier wieder zurückgängig machen. Ich kann aber auch zusätzlich dann hierher gehen und kann einen bestimmten Ausschnitt dann markieren. Ich nehme hier den Ausschnitt mit Wochentag und Zahl zum Beispiel. Man kann hier zum Beispiel eine sogenannte Rahmenveränderung durchführen. Also ich kann hier die Linien einzeichnen lassen und gehe dazu dann in dem Fall auf Zellen formatieren im Kontextmenü. Drückt man das jetzt da herauf, dann sieht man das vielleicht besser und habe hier die Möglichkeit in der Registerkarte Rahmen hier dementsprechend was zu machen. Ich kann hier eine Voreinstellung nehmen, dass ich sage, okay, es werden nur die Linien innen angezeigt. Ich kann dann noch zusätzlich dazugeben, dass die außen angezeigt und oben oder es werden eben keine Linien angezeigt. Wieder innen, wieder außen, ich kann das hier schön darstellen. Oder ich könnte das dann auch dementsprechend dann hier dann verändern, dass ich die mittlere, also diese innere Linie dann zum Beispiel herausnehme. Ich könnte hier dann auch die Linienart dann festlegen, ob sie dann zum Beispiel gestrichelt wäre, fein gestrichelt wäre oder doppelt zum Beispiel wäre. Der Farbe wurde hier bei mir automatisch eingetragen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel eine andere Farbe nehmen. Klicke jetzt in dem Fall hier auf OK. Und du siehst, es wurde hier dann die entsprechende Formatierung dann hier vorgenommen. Ich kann hier auch dann ganz praktische vorgegebene Möglichkeiten hier verwenden, die Excel hat, nämlich sogenannte Formatvorlagen. Dafür mache ich jetzt einmal hier diese Rahmen, die ich hier selber festgelegt habe, mal rückgängig. Markiere jetzt hier diesen Bereich. Und gehe jetzt hier in der Registerkarte Start, hier in diesem Bereich zu diesen Formatvorlagen und kann jetzt hier hergehen zum Beispiel als Tabelle formatieren. Und du siehst hier schon bestimmte Vorschläge. Wenn ich jetzt hier, was nehmen wir uns dann hier, diesen Bereich hier zum Beispiel wählen würde, hier steht hier oben hell, also eine helle Darstellung, dann würde ich gefragt werden, als Tabelle formatieren, wo sind die Daten für diese Tabelle? Da steht dann hier von $C 8, das würde hier stehen. Dann steht hier Tabelle und Überschriften, ja, damit bin ich zufrieden, weil hier sind die Überschriften, Monat, Wochentag und Zahl. Und dann würde, wenn ich hier auf OK klicke, würde diese Tabelle dann so formatiert werden, wie sie in dieser Vorschau war. Also der Tabellenkopf würde dann in dem Fall hier oben, also die Beschriftung wie den Montag, Wochentag und Zahl, würde dann gelb erscheinen. Ich könnte das dann natürlich auch verändern. Ich markiere das jetzt hier wieder.
Hier bin ich jetzt in Entwurfsansicht, da könnte ich dann etwas anderes wählen. Also ich kann auch über Entwurf hierher kommen und könnte zum Beispiel sagen, okay, ich nehme hier Mittel. Habe das dann so formatiert, dass dann jede zweite Zeile dann gelb hinterlegt wird dann zum Beispiel. Und hier kann man sich sehr schön, kann man sehr schön experimentieren und schauen, was für einen am besten passt. Ja, soweit zum Zellenformatieren. Ich freue mich schon auf dich beim nächsten Video.